Hallo Leute, willkommen zurück hier bei Kingdoms of Amalur. Ihr hört direkt diese actionreiche Stimmung, denn ich habe das Spiel geladen und wir sind direkt in einen Kampf verwickelt. Allerdings nicht wir, sondern unsere Begleiter, weshalb wir erstmal ein wenig weiter die Gegend erkunden. Hier haben wir zum Beispiel ein wunderschönes Versteck mit einem Aalblatt, einer Litanei, die wir nicht brauchen, die uns nur das Inventar wegnimmt. Aber was soll's, wir nehmen sie trotzdem mit. So, wir folgen diesem Höhlenverlauf, wir haben ein Ziel, wir haben eine Aufgabe und wir haben vor allen Dingen Begleiter, die uns hier durch dieses Dungeon begleiten. Schülershammer des Zwielichts nehmen wir mit, können wir gut verkaufen. Haben wir denn da? Niemanden. So, okay, er kämpft da vorne schon mutig, wurde hier einfach von seinem anderen Kollegen alleine gelassen, aber jetzt sind wir da und können den ganzen Kampf etwas umdrehen. Aber wir versuchen es zumindest. Ein bisschen mit dem Stab. Denn der macht deutlich mehr Schaden im Vergleich. Zu unseren Messern. So. Okay, das hat schon mal gut funktioniert. Die Kisten machen wir mit den Messern kaputt. Bloß keine Zustandspunkte des Stabes verschwenden. So. Hier haben wir eine versteckte Truhe. Trübe Feuerscherbe. Und ein Tränkchen, den wir ohnehin nicht brauchen werden. Okay. Jetzt haben wir hier die Qual der Wahl. Wo gehen wir lang? Sie sprinten freudig da lang, dann würde ich gerne erstmal hier lang gehen. Inmitten einer Bärenhöhle. So, im letzten Video hat hier bereits darüber gesprochen, dass ich mit dem PC-System sozusagen umgezogen bin, hier auf ein neues System. Wo was ganz gut geklappt hat, der Beweis dieses Video hier ist übrigens das Importieren der Spielstände. Habe ich Gott sei Dank hinbekommen. Beispiel ist Amalur, sonst hätte man es mal neu spielen müssen, das wäre nicht so lustig gewesen. Aber wie ihr sehen könnt, ist der Spielstand mit an Bord, genauso wie Fallout 3. Aua, aua. Von Fallout 3 und aua. Fallout New Vegas habe ich mir noch mitgenommen. Okay, der Bär hat es ein bisschen zu schaffen gemacht. Wir heilen uns mal eben mit unserem wunderschönen Heilzauber, der mittlerweile relativ wenig bringt, aber immer noch besser ist als gar nichts. Keine Reagenzien. Ist in Ordnung. So. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier lang zu laufen, einige Gegenstände zum Abstauben, ein wenig Erfahrung, was sicherlich das Lobenswerteste ist. Aber okay, es geht weiter in die Höhle hinein und ich muss sagen, bis jetzt bin ich wirklich von dem Umfang des Spiels mehr als fasziniert. Es ist wirklich atemberaubend, wie viel Content die in dieses Spiel gestopft haben. Wirklich. Es ist zu ruhig. Viel zu ruhig. Zu ruhig kann es nie sein. So. Der Schaden vom Stab ist tatsächlich enorm, muss ich sagen. Ja, okay, der Zauber war ja richtig gut gezielt. So. Und so, da haben wir es doch. Ich muss mein Headset ein wenig leiser drehen, sonst fallen mir gleich die Ohren vom Kopf. Okay, was haben wir hier? Das ist zu leise. So müsste genau richtig sein. Wir hatten nicht damit gerechnet, euch hier anzutreffen. Ich nehme an, Tenwa hat irgendetwas damit zu tun. Ja, tatsächlich. Ich möchte aber gerne die Sachen mitnehmen und jetzt keinen Dialog hier führen. Er hat zwar eine Dialogwahl, das habe ich gesehen, aber ich würde dann doch jetzt lieber weiter durchs Dungeon gehen. Im letzten Video hatten wir genug Dialoge. Daher diesmal etwas mehr Kampf. Ja, ich rieche es. Aufheben, zwei Ritter und ein Troll, Teil 3. Alles klar. Ich denke mal, der Weg wird wieder geradeaus führen. Das heißt, wir werden jetzt wieder hier links den Umweg gehen. Lauft ihr wieder voraus, habe ich mir schon gedacht. Aua.
Uiuiui. 2 und 3. Und da haben wir die durch die Kisten durchgepfeffert. Sah ganz gut aus. Eins, zwei und drei. Und jetzt wieder mit den Deutschen in den Nahkampf gehen. Es klappt eigentlich ganz gut, wie ich finde, mit dem Kampfsystem so. Da ist mal wieder eine Glanztat von mir. So sind wir es gewohnt. Ich werde aber auf jeden Fall demnächst auch nochmal mit einem wunderschönen Einhänder kämpfen. Also nicht mit Deutschen, sondern mit einem Einhänder. Die zweihändigen Waffen wie große Hammer und sowas lege ich erstmal beiseite. Da greife ich mal später zu. Erstmal beschränke ich mich auf die Deutsche und die Einhänder, wie gesagt. Aber ich bin der Meinung, dass halt die Einhänder deutlich vorteilhafter sind, weil wir uns ja nicht auf die Raffinesse geskillt haben. Daher macht es eigentlich keinen Sinn, dass wir den überhaupt tragen. Oder die tragen, die Deutsche in diesem Falle. An der Truhe vorbeigelaufen hier. Achso. Der Steinhaufen. Ui, was ist das denn? Zauberkraft 14. Ja gut, das war den Werten jetzt nicht. Ich meine, unser Nachtsteinhelm 80-30, das ist gar keine Frage. Aber das ist ein Waffenset, wie ich das gesehen habe. Genau. Cool. Aber leider nur eines der Sachen, daher erstmal auch noch nicht relevant. Werden wir auf jeden Fall... Ah, keine Elfen. Und unser Stab zerstört ist, gefällt mir gerade gar nicht. Oha. Mann! Total daneben. Ah, jetzt aber. Der okay, da sag ich jetzt nichts zu. Wir standen direkt vor der Elf und haben trotzdem nicht getroffen. Das war ziemlich blöd. Ziemlich blöd. So. Puh. Hat gut funktioniert. Ich bin zufrieden. Generell muss man sagen, das Spiel hat ja ein Ausmaß, dessen ich mir wahrscheinlich selber noch nicht bewusst bin, wenn man sich die Welt anguckt. Ja. Aber ich denke mal, wir stehen das mutig durch. Ich überlege mir vielleicht, das Spiel irgendwann mal zweitägig zu machen. Ich verabscheue Trolle. Widerliche Kreaturen. Ja, widerliche Kreaturen. Damit das nicht für mich... Ah, Mann! Allzu eintönig wird, wenn es irgendwann mal eintönig werden sollte. Aktuell stehe ich noch so locker durch, das macht wahnsinnig viel Spaß. Aber für den Fall werde ich das dann auf jeden Fall auf ein zweitägiges Projekt umholen. Aber das ist ja auch kein großes Problem. So. Auf jeden Fall habe ich auf jeden Fall vor, euch den möglichst großen Content zu zeigen. Bis jetzt sehe ich da auch noch keine Sättigung. Weshalb man das nicht machen sollte, denn bis jetzt ist das Spiel wirklich einfach nur, ja, lobenswert, würde ich sagen. Aber das Problem ist halt, demnächst kommen viele neue Spiele raus, deren Aufmerksamkeit ich mich widme. Beispielsweise Metro Redux. Ja gut, wenn ihr dieses Video hier seht, ist Metro Redux wahrscheinlich schon längst erschienen. Risen 3 natürlich. Die Assassin's Creed Teile. Es kommen viele neue Spiele. Und da wird Amalur wahrscheinlich ein wenig nach hinten rücken. Ich werde es trotzdem natürlich aufnehmen. Es macht einfach nur einen Heidenspaß. Aber mal schauen, wie es dann weitergeht. So. Der vierte Teil, dankeschön. Und damit fehlt uns der letzte und ich schätze mal, der wird bei dem guten Troll sein. Für den habe ich mir extra mal eine Schicksalsenergie aufbewahrt, dass wir da im Abrechnungsmodus ein wenig Erfahrungspunkte abgreifen können. Wäre ganz cool. Aber ob es funktioniert, werden wir gleich herausfinden. Kurz räuspern. Ah ja, ich sehe schon die rote Markierung mit dem gelben Ring. Da haben wir den Troll. Okay. Ich greife jetzt tatsächlich zum Schicksalsmodus. Oh Gott, das wird sogar knapp, Leute. Ich glaube, wir schaffen es nicht mehr, ihn zu erledigen. Okay, wir haben es geschafft.
und kriegen 100 Erfahrungspunkte. Perfekt. 2000, ich denke, was hat sich gelohnt? 2600 Erfahrungspunkte. Ist zum Schluss noch knapp geworden. Ich habe echt kurz gedacht, wir würden es nicht hinbekommen, ihn zu erledigen. Aber okay. Endgegner mal wieder leicht ausgeschaltet. Also mit den Blitzzaubern habe ich wirklich mal getan. Gar nicht. Die gehen alle daneben. Man merkt es schon. Uah. Und die letzte Elfe hat auch keine Chance. So. Ja, ich belästige dich nicht. Auf Wiedersehen. Nix, du hast für mich eine Rüstung, ordentlich viele Goldmünzen und den letzten Teil von zwei Ritter und ein Troll. So schrecklich war das doch gar nicht, oder? Allerdings frage ich mich noch immer, warum Nix außerhalb der Sundur-Höhlen war. Mit Sicherheit nicht, um seine Rolle in der kommenden Ballade zu spielen. Hier geht etwas vor, was mehr als nur Kret und mich betrifft. Und ich will wissen, was es ist. Wir werden unsere Unterhaltung im Haus der Balladen fortsetzen. Und Zagrel, vielen Dank. Dies ist eine Zeit der Veränderung und wir alle müssen auf der Hut sein. Fürwahr, fürwahr. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, sag ich doch. Auf Wiedersehen. So, alles klar. Hat doch gut funktioniert. Da hinten ist noch eine Elfe, die wir plündern können. Aber ich muss sagen, es macht mir einfach so eine Menge Spaß, dieses Spiel zu spielen. Das ist unglaublich, das zu beschreiben. Wir benutzen einen Dietrich. Nee. Nein! Okay, das war echt unnötig. So. Robustischer Krams der des Präzisionisten. Das Wort habe ich auch noch nie gehört. Bitte kein Dietrich verschwenden. Nein! Immer am Ende, das ist echt nicht wahr. Schade um die Dietriche. Chakrams des Morgens, Magiescherbe, Mana-Trank. Dankeschön. Am Ende noch zwei Dietriche verschwendet, das ist echt schade. Aber okay, wir verschwinden hier und haben eine neue Aufgabe vor uns, nämlich zum Haus der Balladen zurückzukehren. Ich möchte jetzt langsam mal der Maid von Windermere den Garaus machen, aber ich denke mal, wir müssen uns noch ein wenig gedulden, bis wir endlich diesen Showdown erleben. Das wird wahrscheinlich irgendwo erst in den hintersten Ländern von Amalur der Fall sein. Ich denke nicht, dass wir hier in diesem Gebiet noch irgendeinen Kontakt zu ihr herstellen werden. Wir gucken auf die Karte. Wir sollen zurück zur Balladenbibliothek. Ich würde sagen, mit der Schnellreise ist auch kein Problem, dorthin zu reisen. Und dann können wir hier direkt weitermachen mit der Quest rund um die Maid von Windermere. Hallo. Hervorragend. Aber ihr seid ohne den wichtigsten Kern von allen zurückgekehrt. Das ist beunruhigend und doch eine Herausforderung, die warten muss. Zunächst müsst ihr diesen verfluchten Zauber brechen. Wie ihr zweifellos schon bemerkt habt, sind diese Kerns geschützt und werden ihre Geheimnisse nicht preisgeben. Sie werden jedoch eine Ewigkeit Bestand haben. Wenn nicht noch länger. Okay. Erzählt mir erstmal etwas von Kret und Airmer. Ich wusste, sie würden nichts finden. Es ist schließlich ihre Erzählung, seinem unerträglichen Verhalten ein Ende zu machen. Selbst wenn es bedeutet, dass sie ihn immer wieder erschlagen müssen. Okay, jetzt kommen wir mal zurück zu der Art, wie wir dich befreien können. Wie werden sie benutzt, um dich zu befreien? Diese Kerns sind wie Wissenssteine und doch etwas Besonderes. Sie sind verzaubert und die einzige Möglichkeit, ihnen ihre Inhalte zu entlocken, besteht darin, den Echostein zu verwenden. Derjenige im Nebenraum ist einer von Harlams frühen Versuchen, aber er sollte funktionieren. Geht und hört euch zwei Ritter und ein Troll an. Findet die Worte, die mich befreien. Oh Mann. Ja okay, was ist denn dieser Echostein? Er ist ein magischer Schrein, der speziell erschaffen wurde, um die ruhmreichsten Lieder der Feien über Tragödien und die Zeit hinweg zu bewahren. Einen von ihnen findet ihr im Nebenraum. Im Nebenraum also. Auf Wiedersehen. Auf bald. Auf bald, genau. So. Okay, da haben wir ihn ja schon. Den Echostein, wir benutzen ihn mal. Möge der Stein für alle Zeiten euer Lied singen. Möge sich die Ewigkeit der Zeit an euch erinnern. Lauscht.
lauscht, wie der Echostein sämtliche Balladen in die Erinnerung einbrennt. Gut, wir fangen an mit Zwei Ritter und ein Troll, Teil 1. Die Geschichte von zwei tapferen Seelen wird nun erklingen. Von den Herren Airma und Kret werden wir jetzt singen. Zwei Herzen im Kampf gegen gemeinsame Feinde vereint, wobei der eine stets die Gedanken des anderen zu kennen scheint. Lord Kret, ein Ritter, so kühn und gelassen, er ist Lord Airmas Spiegel und Schatten, es ist kaum zu fassen. Und der noble Airma, er kommt ihm gleich an Macht. Sie sind die Flut und die Ebbe, der Tag und die Nacht. Dies ist die Geschichte, wie sie einen Troll bezwangen, ganz ohne Befehle. Und die Maid von Windemeer, die verdarb seine Seele. Okay, da kommt die Maid von Windemeer wieder ins Spiel. Der zweite Teil. Der Troll namens Nix hatte ein unruhiges Herz. Seine Rolle im Leben bereitete ihm Schmerz. Er hasste es, anders als andere zu sein und wünschte sich, von seiner Gestalt zu befreien. Zur Maid von Windemeer in seiner Trauer erging, die ihn, den Troll, mit Freuden empfing. Es ist euer Wunsch, ein Mensch zu sein, so flüsterte sie Nix voll Fröhlichkeit ein. Ich gewähre euch euren Wunsch und verwandle euch, denn ich bin es, die es versteht. Ihr seid jetzt ein Mensch, vergesset euer Leid, so lachte sie, und nun geht. Bei diesen Szenen hier muss ich mal wieder sagen, man merkt hier wieder, wie wahnsinnig genial dieses Spiel einfach gemacht ist. Das sind jetzt dieselben Geschichten, die wir draußen bereits an den Stein in Haxi gehört haben, aber ich finde die Liebe, die hier einfach nur angewendet haben, beispiellos. Okay, Teil 3 der Geschichte Zwei Ritter und ein Troll. Und so kam Nix in ein Dorf ohne Groll, nicht ahnend, dass er war noch immer ein Troll. Er zermalmte den Weg und riss Mauern ein. Kretz und Airmas Schicksal schien düster zu sein. Ihr Kampf mit dem Troll war von Erfolg nicht gekrönt. Doch die weißen Ritter wussten, von wem sie verhöhnt. Die verräterische Maid von Windemeer hat ihre Finger im Spiel. Und Unfrieden zu stiften ist ihr einziges Ziel. Und so sprach Lord Airma zu seinem Freund ohne Graus: Fordert den Troll zu einem Duell bis zum Tode heraus. Okay, ein Kampf um Leben und Tod also, der vierte Teil. Der Troll, noch unter dem bösen Zauber der Maid, dachte weiterhin, er sei ein Mensch, von seiner wahren Gestalt befreit. Und so wütete er durch das Land voller Glück. Alles war für ihn ein Spielzeug. Er ließ nichts in einem Stück. Lord Airma näherte sich ihm und sprach: Wenn ihr ein Mensch seid, verhaltet euch danach. Stellt euch uns. Wenn euer Schicksal dies ist, duelliert euch mit uns, damit es niemand vergisst. So kämpften der Troll und die Feien in einer Schlacht. Und, oh weh, nichts war so, wie der Troll hatte gedacht. Ja, und mit ein paar schönen Reimen geht's auch weiter in den letzten Teil. Als dann der Sieg ward errungen, sprach Lord Kret zu Nix, den er bezwungen: Ihr seid ein Troll, mein Freund, macht daraus keinen Hehl. Ihr seid gut, wie ihr seid, ohne Tadel und Fehl. Doch wenn ihr wünscht, euch an die Menschen zu binden, müsst ihr einen besseren Weg für euch finden. Es ist nicht falsch, eurem Traum nachzugehen, doch darf dadurch kein Leid entstehen. Für die Helden der Ehre war der Kampf nun vorbei. Die Geschichte von einem Troll und der Ritter 2.
genial gemacht. Und damit endet die Geschichte. Wir haben die Worte bereits in der dritten Geschichte gehört, in dem dritten Teil, aber ich wollte euch jetzt die ganze Story nochmal hören lassen. Und ich würde sagen, im nächsten Video, morgen geht's dann hier weiter. Wir werden sie aus dem Schild befreien, wir kennen die Wörter, die wir brauchen und werden dann fortfahren hier in den Königreichen von Amalur. Wie es weitergeht, rund um die Maid von Windelmeer, erfahrt ihr also morgen. Verpasst das nicht hier auf meinem Kanal. Bis dann, Leute!